Bam. Die war's auf dem Klo. Ja, nicht so geil, wie du dir das wahrscheinlich jetzt vorstellst. Also mein Klo ist ein Klo und das ist keine bunte Imbissbude oder sowas. Oh mein Gott, da ist Vieh. Mag da nicht sein. Mag ja nirgendwo sein. Weißt du, was das Schlimme ist? Es ist dunkel. Arsch, dunkel. Ich sehe gar nichts. Bist du nicht bald fertig mit dem Game? Wenn ich so weiterspiele, dann nicht. Sackgasse. Sackgasse. Keine Sackgasse. What the fuck? Dieses dämliche Vieh im Wasser. Macht Scheiß. Gefällt mich nicht. Vielleicht sollte ich einfach überall durchrennen. Ich glaube, das wäre das einzig Sinnvolle, was ich machen kann. Fuck. Anscheinend habe ich jetzt hier 6 Sektionen übersprungen, indem ich in das Loch gefallen bin. Du Cheater, du. Dafür kann ich nicht. Das Spiel hat gesagt, ich soll das machen. So, muss Notiz lesen. 1. August 1899. Mehrere der älteren Formen sind aus ihrem Eindämmungsbereich ausgebrochen und in die Kanalisation entkommen. Ich erinnere mich an meine eigenen Grenzen. Hier ist nicht Schelm und ich bin kein Iliabu, zumindest noch nicht ganz. Die Hitze, die durch das geöffnete Halten des Zugangs dazwischen erzeugt wird, ist daran schuld. Wir können sie nicht einfach mit Kühlmitteln umgeben, wie im Zentrum, wo der Zugang ist. Die späteren Versionen sind durch die Gefriertemperaturen dieser Türme in Sicherheit. Hier oben aber, wo die Luft heiß und überriechend ist, überhitzen sie leicht und ihre Qualität reißt sie in zwei. Nee, Dualität reißt sie in zwei. Da der andere Ort aus ihren Zellen und ihrem Vitae splittern fliegt. Sie leben sporadisch, in unvorhersehbaren Stößen, aus einer Welt in die andere, aus einer Welt in die andere und wieder zurückgerissen. Okay, ein paar Sekunden lang sind sie Kreaturen dieser Welt, dann werden sie fortgerissen und verlieren die körperliche Gestalt. Diese ständige Hin- und Hergezerre zwischen den Welten hat sie ziemlich verrückt gemacht. Ich habe die Versiegelung der betroffenen Bereiche angeordnet und werden meine treuen Arbeiter dort nicht mehr hineinlassen. Und werden. Kommt mir das jetzt nur komisch vor oder ist das komisch? Ich habe die Versiegelung der betroffenen Bereiche angeordnet und werden meine treuen Arbeiter dort nicht mehr hineinlassen. Das muss gerne heißen. Ja, es klingt schon sehr falsch, aber... Ja, danke, Spiel. Diese Orte sind... Ja, gut, diese Orte sind nun verdammt, die Domizile gescheiterter Experiment. Geistern, der Angst und der Boshaftigkeit. So, nun du. Es ist irgendwie sehr seltsam, dass dir das auffällt, dass da ein Schreibfehler ist oder sowas. Obwohl in deinem Motorradspiel in nahezu jedem Part irgendein Schreibfehler in den Untertiteln war. Und das hast du nie angesprochen. Das war mir, glaube ich, auch egal in dem Moment. Wing, 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 wing. Saboteurofon. Schneller, Mandus. Leite das Wasser und öffne den Weg zu den Pilgerpunkten. Wir warten auf dich, sagt er. Was kann das wohl nur heißen? Er redet von sich in der Mehrzahl. Oder nicht? Dün, dün, dün. Da ist jetzt Kot. Da mag ich nicht hin. Magst du da hin? Ja, ich gehe gerne in den Kot. Ich frage mich auch, was passiert, wenn man hier stirbt. Wenn man von so einem Vieh erwischt wird. Da kannst du es da einfach mal testen. Das kannst du bestimmt speichern oder so. Nö, speichert, glaube ich, immer nur, wenn man Zeug macht. Ich weiß nicht, wie es speichert, wann es speichert. Ob es hier überhaupt irgendwann speichert. Deswegen... Oh, da liegt Zeug im Wasser. Sicherlich noch mehr Kot. Genauso haben wir das gerne. Du Vieh, du. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich gebe zu, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wo ich hier langlaufe.
Das sieht alles wie einerlei aus. Kannst du mich nicht hier irgendwo langlotsen? Es ist relativ schwer, wenn man nicht sieht, aber ich kann dir gerne, solange wie du suchst, eine Anekdote geben. Warte, ich muss das Grammophon hören. But we can save them. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Landis, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does. Indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you set about things immediately upon your return. Naturally, naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. Okay. Wir haben gerade eine Aufzeichnung gehört, wie wir irgendeinem Professor erklären, dass Leute auslöschen das einzig Gute ist, was gemacht werden kann. Das klingt ja fast so, als wenn du hier den Terrorismus ein bisschen pushen möchtest mit deinen Videos. Nein, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja nur das Man, das das gesagt hat. Das ist nicht die Meinung der hier spielenden Leute. Aber ich habe immer noch keinen Plan, wo ich hinlaufe. Du wolltest mir eine lustige Anekdote erzählen. Erzähl mir eine lustige Anekdote. Ich habe vorhin eine Runde mit Hack Schmeid gespielt. Was? Wie könnt ihr nur? Habe ich es tatsächlich mal erlebt. Dass ihr gewonnen habt. Nee, das nicht irgendwie so... Ja, weiß nicht, du kennst ja dieses normale Flame in Schmeid, wo jeder einfach jeden Flame... Aber da haben die Gegner sich nach dem Match in der Lobby alle fünf deswegen geflamed, weil ich sie so gereckt habe. Was hattest du denn gespielt? Ich habe Ao Kwan gespielt, also den neuen, nicht den Nudelpimmel da, sondern das Teleport-Viech. Den guten. Ja, dann meinten, haben sie alle immer Bacchus geflamed, ja, das kann ja nicht sein, du musst schon ein bisschen auf den Ao aufpassen, damit er uns nicht fickt. Dann hat er die immer runtergemacht, dass die ja zu blöd sind, mich zu kontrollieren und so ein Shit. Das war lustig. Ja, würde ich sagen, selbst schuld. Aber hör, hör, eine Notiz. Oh shit, schon wieder. 17. Februar 1899. Und ich sagte, schaut meine Lieblinge, könnt ihr sie sehen? Und sie sagen, ja Papa, ja, wir sehen sie. Eine hohe, verwitterte Spitze einer steilwandigen Pyramide, ganz ähnlich denen in Ägypten. Steine platzen vom Gipfel ab, Ranken verflechten sich mit den Stuckschlangen, die auf den Stufen gedeihen. Eine spürbare Stille, ein Gewicht des Vergessens. Und hier, hier hat der König gesessen. Und hier haben die Priester gelebt. Dieses Haus hier. Dies ist das Haus der Toten. Und hier, wo die Sonne scheint, hierhin warfen sie die Herzen, die nicht verbraucht wurden. Nein, meine Lieblinge. Würde waren sie auf keinen Fall. Wisst ihr, sie glaubten daran, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Und sie glaubten absolut daran, dass Blutopfer der einzige Weg waren, dies zu verhindern. Vielleicht, meine Lieblinge, vielleicht lagen sie völlig falsch. Oder vielleicht war ihre Tragödie, dass sie nicht genügend Blut vergießen konnten, um das Herabfallen des Himmels zu verhindern. Der Satz am Anfang mit den Pyramiden war irgendwie saudumm. Es sind Pyramiden. Sie sehen fast so aus wie die in Ägypten. Ja. So. Ich habe jetzt hier anscheinend die Schleusentore geöffnet. In der Tat habe ich das. Notiz! Man, das Nachsinnflutlich. Das war's. Jetzt kann ich diese seltsame Dekontaminationskammer wieder betreten und meinen Weg fortsetzen. Das Wasser wird zurückgedrängt und der Weg zur Bilge freigemacht. Dort kann ich den Rest dieses schmutzigen Stroms zurück in die Themse leiten, wo er hingehört, und mir so den Weg ins Zentrum der Maschine ebnen. So. Perfekt. Ich bin gerade schon so ein bisschen überfordert hier. Wenn ich bei PayPal auf Rückzahlung gehe, um Nate sein Geld wiederzugeben, dann steht da... kann kein Geld automatisch übertragen werden. Sie müssen Geld auf ihr PayPal-Konto einzahlen. Aber ich habe 77 Euro drauf und das ist meiner Meinung nach mehr als 70.
Vielleicht sieht PayPal das anders. Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd für Mathematik. Weil ich bin ja dran gewöhnt an Integralrechnung und Differentialrechnung. Wirklich? Deswegen komme ich mit so einfachen Sachen wie normale Zahlen ohne Rechenzeichen dann weg, klar.